Heute in diesem Video bekommt ihr 10 Tipps, was ihr alles an Equipment benötigt für eine Hochzeitsfotografie. Ihr seid zum Beispiel Einsteiger und habt gar keine Ahnung, was ihr alles benötigt an Equipment für die erste Hochzeit zum Beispiel zu fotografieren oder ein Paar-Shooting dort zu machen, dann seid ihr genau richtig. Und zwar kommen wir zu Punkt 1. Natürlich benötigt ihr eine Kamera. Wer hätte es gedacht? Es ist egal, welche Kamera ihr benutzt. Ob es jetzt eine Canon ist, eine Nikon ist oder eine Sony ist, das ist erstmal völlig egal. Ich persönlich benutze eine Sony und darüber kann ich auch natürlich über meine Erfahrungen berichten. Tipp Nummer 2. Ihr braucht auf jeden Fall ein Porträtobjektiv. Und es ist egal, ob ihr jetzt ein 50mm, 55mm oder 85mm habt. Am Anfang hatte ich das 50mm 1.8 von Sony, damit filme ich auch gerade und war eigentlich damit zufrieden, so als Einsteiger, das ist relativ günstig, Bouquet ist super und die Schärfe natürlich auch. Bin jetzt umgestiegen auf das 55mm von Sony 1.8 und muss sagen, das ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Die Qualität ist einfach super, also ich kann euch nur sagen, die Schärfe top. Bouquet ist nochmal ein Tick besser und genau, das ist so meine Empfehlung, was ich euch dann weitergeben kann. Nummer 3. Ihr braucht auf jeden Fall ein Weitwinkelobjektiv. Ich persönlich nutze hier das Sony 28mm 2.0. Damals hatte ich eins von Samyang, damit filme ich hier, das ist das 24mm. Ich bin umgestiegen auf das Sony, weil bei Samyang, muss ich echt sagen, an den Rändern gibt es da ein paar Verzerrungen und die Schärfe ist dann immer so gut. Deswegen bin ich einen Schritt weiter gegangen und habe gesagt, komm, probierst du mal das Sony aus, 28mm 2.0 und muss sagen, ich bin damit zufrieden. Ja, warum braucht ihr ein Weitwinkelobjektiv? Ganz klassisch, ihr geht hin, ein Ganztagsshooting, geht morgens zum Dressing, geht zur Braut und wollt hier in einem Raum etwas fotografieren, aber ihr habt keinen Platz nach hinten zu gehen. Deswegen ist ein Weitwinkelobjektiv super, weil ihr da natürlich mehr Bild reinbekommt. Außerdem, wenn ihr zum Beispiel in der Kirche seid, da könnt ihr damit super Bilder machen. Das heißt, ihr bekommt viel mehr von dem Bild. Mit dem Sony kann ich echt sagen, ist die Schärfe auch super und deswegen braucht ihr ein Weitwinkelobjektiv. Kommen wir zur Nummer 4. Und zwar habe ich es gerade angesprochen, wenn ihr in der Kirche seid, und ihr habt gar keine Möglichkeit, irgendwie nah an die Person ranzukommen, dann würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall ein Zoom-Objektiv zu nehmen. Es ist nicht das beste Objektiv, aber es ist eine gute Alternative und ich sag mal so, für den Einstieg ist es okay. Zoom-Objektiv, deswegen, falls ihr mal weiter weg gehen müsst und nicht so nah ran könnt, dann benutzt das auf jeden Fall. Es gibt auch Situationen, wo zum Beispiel der Fahrer sagt, ah nee, ich möchte nicht, dass ihr zum Beispiel hinter mir läuft, oder zum Beispiel zu nah an mich rankommt und dann ist es natürlich auch nötig, da ein Zoom-Objektiv zu haben. Nummer 5. Ihr braucht natürlich eine Speicherkarte. Ich persönlich nutze die SanDisk 128 GB mit 170 MB. Und zwar ist es so, ich habe mich dafür entschieden, weil einfach die Daten viel schneller rübergeladen werden. Ihr könnt auch eine andere Karte nehmen, aber ich würde euch wirklich empfehlen, eine schnelle MB-Zahl zu haben und natürlich eine große Gigabyte-Zahl, weil sonst ist eure Speicherkarte voll. Nummer 6. Ihr braucht auf jeden Fall Ersatzakkus. Weil es kann schon mal sein, wenn ihr ein Ganztagsshooting habt, dass ihr von morgens um 9 Uhr anfängt bis abends zur Party und da braucht ihr auf jeden Fall einen Ersatzakku. Ich habe jetzt meistens die Sony A7 III, da reicht mir ein Akku und ein Ersatzakku und dann ist es auch super. Wenn ich zum Beispiel die Sony A7 II nehme, die habe ich meistens als Zweitkamera, da geht der Akku mal ein bisschen schneller leer, da habe ich meistens so 3 bzw. 4 Akkus. Kommen wir zu Nummer 7. Und zwar braucht ihr auf jeden Fall einen Kamerarucksack, dass ihr auch alles schön verstauen könnt und mitnehmen könnt. Es ist egal, welche Firma das ist. Da könnt ihr natürlich hier eure Kamera reinmachen, die ganzen Objektive reinmachen. Also das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil ich denke nicht, dass ihr alles per Hand schleppen wollt und das den ganzen Tag. Nummer 8 ist ein Laptop. Ich benutze hier ein Apple MacBook. Es ist egal, welcher Laptop, aber ich benutze das echt nur, um ab und zu mal reinzuschauen. Ich nehme die Karte raus, mache sie rein, schaue mir mal die Bilder an und natürlich als Datensicherung. Mir ist es noch nie passiert, aber einem Kollegen ist es schon passiert. Hat eine Hochzeit gefilmt, zack, Karte formatiert.
wo die Technik ist, sind auch Fehler. Deswegen mein Tipp, nehmt euch einen kleinen Laptop mit, großen Laptop mit, ist egal. Aber guckt, dass ihr eure Daten zwischendrin auch mal sichert. Nummer 9. Und zwar sind es hier Lichter, Leuchten, Lampen, egal wie ihr es nennt. Und zwar nutze ich die meistens auf der Party, wenn es mal ein bisschen dunkler wird. Die gibt es im Set. Da sind zwei Stück dabei mit Stativen. Und wie gesagt, ich finde die super, weil du kannst die hinten auch regulieren von der Stärke her. Man kann auch hier zum Beispiel Filter nutzen. Das ist dann orange, wie man es möchte. Aber wie gesagt, das ist nur ein Tipp. Nehmt euch da auf jeden Fall was mit. Da habt ihr natürlich ein bisschen Licht und es ist immer angenehmer. Es ist nur ein kleiner Tipp. Nehmt es auf jeden Fall mit. Wenn ihr es nicht braucht, ist auch super, aber dann habt ihr es auf jeden Fall griffbereit. Kommen wir zu Nummer 10 und das ist Werbung. Jede Hochzeit ist immer eine Werbung für die nächste Hochzeit. Macht Visitenkarten, Flyer oder hier zum Beispiel. Ich benutze hier einen Bildschirm. Dort packe ich dann meine Bilder drauf, suche mir eine Stelle aus, mache eine Diashow draus und dann stelle ich es dahin mit ein paar Visitenkarten und dann laufen da die Bilder, was für Fotos ich schon gemacht habe. Und das ist für mich einfach super Werbung. Nutzt jede Hochzeit für Werbung, dass ihr auch neue Kunden bekommt, dass ihr vielleicht Bestandskunden nochmal glücklich macht und es kommt einfach ein bisschen professioneller. Deswegen nutzt es einfach. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal, lasst einen Daumen da, kommentiert es und aktiviert die Glocke. Bleibt auf dem Laufenden.